Hallo, hier ist Meini. Wie man ein hochwertiges Hummer-Risotto mit Safran zubereiten kann, das zeige ich dir heute in diesem Video. Als erstes geben wir gutes Olivenöl in den Topf und erhitzen das. Schalotten oder Zwiebeln reingeben und ein paar Minuten lang glasig anschwitzen. Bitte keine Farbe annehmen lassen. Alle Mengenangaben findest du wie immer unten in der Videobeschreibung. Jetzt gebe ich meinen Risotto-Reis in den Topf und schwitze ihn ebenfalls ein paar Minuten lang glasig an. Die Stärke wasche ich vorher nicht raus aus dem Reis, weil der Reis dadurch am Ende etwas schlotziger wird, so wie er sein soll. Nach ein paar Minuten Anschwitzen gebe ich eine geriebene Knoblauchzehe rein, schwenke sie kurz durch und lösche das Ganze mit Weißwein ab. Eine Prise Salz, Lorbeerblatt und Thymian gebe ich auch noch mit dazu. Wenn du ein bis zweimal mit Weißwein abgelöscht hast und das leicht verkocht ist, gebe ich schrittweise eine Brühe rein. Meinen Hummerfond habe ich aus den Karkassen des ursprünglich lebendigen Hummers zubereitet und verlinke euch das Rezept am Ende des Videos und unten in der Videobeschreibung. Achte bitte darauf, dass die Brühe heiß ist und dass du den Reis nicht zu lange rührst. Immer wenn der Fond verkocht, geben wir wieder Fond rein, rühren das Ganze um, nicht zu viel rühren bitte, und lassen den Fond wieder verkochen. Dieses schrittweise hinzufügen und verkochen lassen kann 20 bis 25 Minuten dauern, bis der Reis richtig durchgegart ist. Liebe Köche, denkt bitte dran, dass der Hummer auch zu den Lebensmitteln gehört, die wir Köche in der Gastronomie als Allergene in der Speisekarte kennzeichnen müssen. Abonniere doch an dieser Stelle gerne meinen YouTube-Kanal. Wenn der Reis langsam so aussieht, als wäre er bald fertig, dann gebe ich heute zusätzlich eine Kurkuma-Safran-Mischung rein. So sieht übrigens frische Kurkuma aus, von außen ein bisschen wie Ingwer, nur etwas kleiner. Wenn ich privat für mich selber koche, reibe ich die Schale gleich mit, genauso mache ich das bei dem Ingwer. Kurkuma in lauwarmes Wasser oder heiße Brühe reingeben und etwas Safranfäden dazugeben. Die Kurkuma-Safran-Mischung wird sowieso ein paar Minuten lang mitgekocht und kann sich noch ein bisschen entfalten. Meinen Thymianzweig und Lorbeerblatt nehme ich jetzt raus, gebe ein bisschen Pfeffer dazu und natürlich kalte Butter. Die kalte Butter sorgt nicht nur für einen intensiveren Geschmack, sondern auch für eine leicht cremige Bindung. Der frisch geriebene Parmesan darf natürlich auch nicht fehlen. Bitte immer selber frisch reiben, keine geriebene Fertigpackung kaufen. Der Parmesan gibt noch ein bisschen Bindung, einen kräftigeren Geschmack und macht das Risotto zusätzlich schön schlotzig. In der letzten Minute gebe ich noch die klein geschnittenen Hummerstücke rein und schmecke das Ganze final mit Salz und Pfeffer, wenn überhaupt nötig, ab. Wie man den Hummer fachgerecht tötet und weiterverarbeitet, das zeige ich dir hier auf meinem Kanal, wenn du mich abonnierst. Der Risotto ist jetzt so schlotzig, dass wenn man einen Strich reinzieht, dieser sich wieder leicht zuschließt sozusagen. Genauso muss die Konsistenz sein. Serviert wird das Ganze bei mir heute mit bisschen Parmesan und bisschen Hummer. Mehr Hummer-Videos findest du jetzt eingeblendet. Ich wünsche dir einen guten Appetit.